Der fünfjährige Sabah mit seinem Vater Pejman. Bilder aus glücklichen Zeiten. Vor wenigen Tagen dann wird Pejman Fortehi, ein kurdischer Aktivist, gemeinsam mit anderen Kurden in Iran hingerichtet. Der Vorwurf: Spionage für Israel. Als wir Sabah jetzt in Deutschland treffen, weiß er noch nicht, dass sein Vater tot ist. Mein Vater ist im Gefängnis. Ich wünsche mir, dass der hier kommt. Bis zuletzt kämpft Sabahs Mutter um das Leben ihres Mannes. Sie selbst konnte mit ihrem Sohn rechtzeitig nach Deutschland fliehen. Der letzte Wunsch meines Mannes war, das Bild seines Sohnes Sabah zu sehen. Da sagten seine Henker, du hattest zwei Wünsche frei. Du durftest deine Eltern für 10 Minuten sehen. Das Bild deines Sohnes zeigen wir dir erst, wenn du am Galgen stehst. Hinrichtungen haben System im Gottesstaat Iran. Seit der Islamischen Revolution 1979 regieren die Mullahs mit eiserner Faust. Im Sommer 1988 erlässt Revolutionsführer Khomeini ein Dekret, mit dem tausende politische Häftlinge zum Tode verurteilt werden. Es kommt zu Massenhinrichtungen. Mehdi Aslani saß damals als Regimekritiker im Gefängnis. Es gab in den 80er Jahren Todeskomitees, die über Leben und Tod entschieden. Der heutige Präsident Raisi war eines der Mitglieder dieser Todeskomitees. Ich kann das vor jedem Gericht bezeugen. Viele meiner Freunde wurden damals durch diese Urteile hingerichtet. Verhaftungen, Folter, Hinrichtungen, traurige Praxis im Gottesstaat bis heute. Auch Bayans Ehemann wird unter Folter zu einem Geständnis gezwungen und verurteilt, ohne Rechtsbeistand. Kritiker fordern jetzt einen Kurswechsel in der Iran-Politik. Die Bundesregierung könnte viel tun. Es muss nicht sein, dass Deutschland immer noch das Land in Europa ist mit dem größten Handel mit Iran. Die Bundesregierung, die Bundesaußenministerin, könnte sich dafür einsetzen, dass die islamischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen. Sie tut es nicht. Und wir müssten ja nicht schweigen zu den Hinrichtungen. Wir wollen die Bundesaußenministerin dazu befragen. Schriftlich heißt es aus dem Auswärtigen Amt: Wir haben Iran wiederholt dazu aufgerufen, diese unmenschliche, grausame und erniedrigende Art der Bestrafung umgehend auszusetzen und tun dies weiterhin. Bis heute weigert sich das Regime in Teheran, die Leichname der hingerichteten Kurden an ihre Liebsten herauszugeben.